Sexuelle Gesundheit ist für Körper und Geist von großer Bedeutung. Ein Anlaufpunkt für Fragen oder Probleme in diesem Bereich ist das Zentrum für sexuelle Gesundheit Rostock in der Wogrenter Straße 28. Der Verein hat sich die Prävention auf die Fahne geschrieben. Denn immer noch unterschätzen viele Menschen in Deutschland die Gefahr, die von HIV ausgeht. Häufig werden wir gefragt, wie könnte ich mich infiziert haben? Also, Menschen kommen her oder rufen uns an und schildern uns irgendwelche Risiken und wollen dann wissen, war das jetzt wirklich ein Risiko? Habe ich mich dabei infizieren können, ja oder nein? Dann kommt aber auch die Frage, welche Schutzmöglichkeiten habe ich? Wie ist das Leben mit HIV? Wir haben eben auch Menschen mit HIV, die hierher kommen, die dann fragen, wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Sterbe ich nächste Woche? Also, das sind so ganz konkrete Fragen, die wir haben. Aber auch, ich weiß nicht, bei mir reißt das Kondom immer, was kann ich da tun? Ne? So was in diese Richtung. Zusätzlich zu den Beratungen können im Zentrum auch HIV-Schnelltests durchgeführt werden, um die größten Ängste schnell zu nehmen. Aus einer Studie des Robert-Koch-Instituts geht hervor, dass es einen Anstieg an HIV-Neudiagnosen gibt. Dieser ist aber zu erklären durch vermehrte Testung und bessere Meldequalität. Eine Hauptaufgabe des Zentrums ist aber die Beratung. Die Menschen kommen mit gewissen Sorgen ja auch zu uns, ne? Mit einer gewissen Aufgeregtheit, mit Fragen. Und wenn wir diese Aufgeregtheit ein Stück nehmen können im Beratungsgespräch und natürlich auch alle Fragen beantworten können und die Menschen mit einem besseren, vielleicht auch erleichterten Gefühl hier rausgehen und besser informiert sind, dann ist das ein erfolgreiches Beratungsgespräch. Im Zentrum gibt es auch Fortbildungsangebote für medizinisches Personal und Sozialpädagogen. Tom Scheel und Robert Holz gehen aber auch an Schulen und leisten dort Aufklärungsarbeit. Für die Mitarbeiter ist es ein Ziel, allen Menschen in allen Bereichen der sexuellen Gesundheit beratend zur Seite zu stehen. Wir haben verschiedene Ziele. Unter anderem ist eines der Ziele die Aufklärung über sexuell übertragbare Infektionen, die Erziehung zur sexuellen Mündigkeit und zur sexuellen Selbstbestimmung. Und ein weiteres Ziel ist, neben der Aufklärungsarbeit eben auch die Antidiskriminierungsarbeit, das heißt Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit HIV, gegenüber HIV an sich und Integration von Menschen mit HIV in die Gesellschaft. Jede gelungene Beratung ist für den Verein ein erfolgreicher Schritt in Richtung Zukunft.